Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir etwas zeigen zum Thema tiefer Hüftbeuger. Der tiefe Hüftbeugemuskel, der Iliopsoas, ist ein ganz wichtiger Muskel, der die untere Lendenwirbelsäule mit dem Oberschenkel verbindet. Dieser Muskel ist ganz häufig auch Ursache für Rückenschmerzen. Dieser Muskel ist beim Sitzen immer in einer verkürzten Position und deswegen hat er eine so hohe therapeutische Relevanz. Ich möchte euch mehrere Möglichkeiten zeigen, wie ihr diesen Muskel dehnen könnt. Die erste Variante ist eine zeitsparende Variante. Hier könnt ihr beide Seiten gleichzeitig dehnen, aber es ist nicht so gezielt, aber um ihn lang zu halten, ist es sinnvoll, das jeden Tag zu machen. Ich fange jetzt einfach mal an. In der ersten Dehnung geht es darum, dass ihr euch hinstellt, das Becken nach hoch zieht, als wolltet ihr das Schambein hochziehen und jetzt drückt ihr die Leisten weit nach vorne, bis ihr ein Ziehen in der Leiste spürt. Es kann sein, dass ihr kein großes Ziehen spürt. Das liegt daran, weil dieser Muskel in dieser Position nicht optimal gedehnt wird. Aber als Erhaltungsmöglichkeit ist es eine schöne Zwischendurchübung. So, jetzt zeige ich euch eine Möglichkeit der sehr gezielten Dehnung dieses Muskels. Ihr geht in diese Position, Einbeinkniestand, möglichst packt euch irgendwo etwas fest, denn wenn ihr während der Dehnung noch Gleichgewicht halten müsst, dann könnt ihr nicht wirklich entspannen. Haltet euch irgendwo fest, geht in diese Position und jetzt schiebt ihr die Leiste nach vorne unten und schiebt das Knie parallel nach vorne. Ihr hängt euch regelrecht rein in die Leiste hier und jetzt spürt ihr schon ein leichtes Ziehen. Und wenn ihr das jetzt noch mehr, noch genauer machen wollt, dann macht ihr eine leichte Seitneigung zur Gegenseite. Jetzt spürt ihr eine deutliche Dehnung in diesem Bereich und unsere Prinzipien werden jetzt gültig. 1 bis 2 Minuten ruhig, langsam in die Bewegung rein, mit dem Ausatmen Millimeter weiter und wenn ihr am Ende nach den 1 bis 2 Minuten wieder raus wollt, dann langsam wieder raus aus der Dehnung. Das ist eine Variante, die man sicherlich jetzt nicht gut im nassen Wald machen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt noch andere Varianten. So, jetzt zeige ich euch eine Variante, die ihr zum Beispiel mit eurem Bürostuhl machen könnt oder an der Treppe oder an der Böschung oder auch an einer Waldbank beim Spazierengehen. Alles ist möglich. Diese Übung geht folgendermaßen. Ihr stellt ein Bein hoch. Der hintere Fuß muss unbedingt nach vorne gucken. Wenn es jetzt etwas wackelig wird, guckt, dass ihr euch vielleicht doch irgendwo etwas festhalten könnt. Und jetzt schiebt ihr wieder das vordere Knie waagerecht nach vorne, die Leiste nach vorne unten, ihr hängt regelrecht durch hier und die Kniekehle nach hinten oben. Jetzt spürt ihr schon ein deutliches Ziehen. Wenn ihr jetzt noch eine leichte Seitneigung zur Gegenseite macht, dann spürt ihr noch etwas mehr Ziehen. Dann die üblichen Prinzipien, langsam rein, langsam raus, deutliche Dehnung. Nicht verkrampft, mit dem Ausatmen langsam etwas weiter. Das wäre die Variante mit Stuhl. Jetzt kommt noch eine Variante, die ihr jederzeit und überall und ohne Hilfsmittel machen könnt. Deswegen ist die wieder so genial. Denn das Motto oder ich möchte so sagen, das geniale Motto ist immer, wenn ihr den Alltag zum Übungsfeld macht. Ich zeige euch die Übung, ihr macht sie im Stehen.
Der hintere Fuß guckt wieder nach vorne. Das Knie schiebt nach vorne, die Kniekehle nach hinten oben und die Leiste nach vorne unten. Und dann könnt ihr in die Dehnung gehen. Das Ziehen ist hier in der Leiste. Und wenn ihr wieder unsere leichte Seitneigung macht, wird das Ziehen nochmal etwas deutlicher. Die Prinzipien sind wieder klar. Langsam wieder raus. Das waren jetzt alle möglichen Varianten für den tiefen Hüftbeuger, für den Iliopsoas. Und dieser Muskel hat eine ganz hohe therapeutische Relevanz. Ich habe es am Anfang schon gesagt, diese Dehnung ist für Vielsitzer ganz besonders wichtig. Die könnt ihr zwischendurch im Büro immer als Ausgleichsübung machen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Denkt immer dran, Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Viel Erfolg. Tschüss.